Ist ja lustig. Muss ich jetzt wirklich den langen Weg nehmen? Kann ich nicht mit noch einer Büchereikarte? Büchereikarte bitte nehmen. Kann die mich nicht zurückbringen dorthin, wo ich hergekommen bin? Das wäre toll. Das wäre super toll. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin schon wieder da. Scheiße. Bin ich jetzt hier, wo ich stehe? Nee, bringt ja auch nichts. Scheiße. Einmal versuche ich es noch. Von hier drin bei ihm. Logischerweise wird man sie hier drin wohl einsetzen, wenn man fertig gekauft hat bei ihm. Also setze ich es hier ein. Wenn ich jetzt wieder am Eingang rauskomme, dann ist es scheiße. Na? Fuck. Ja, das ist scheiße. Gut, das heißt, ich muss den langen Weg wieder nehmen, zurück ins andere Schloss. Schlecht. Ganz schlecht. Bom, 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 bom. Wenigstens haben wir den Wolf, der hilft dabei. Und den anderen Weg bitte auch noch. Oh, aber die schöne Musik habe ich vermisst. Wie Balsam-Musik. Man möchte fast tanzen. Man möchte tanzen, oder? Könnt ihr tanzen? Ja, scheiß die Wand an. Ich kann was tanzen. Ich kann ein klein bisschen tanzen. Ich kann Wiener Walzer. Ja, jetzt lacht ihr alle. Nee, ich kann Wiener Walzer. Ich finde das schön. Ich find das lustig. Sollte man können, wenn es nach mir geht. Braucht man sich nicht für zu schämen, das ist in Ordnung. Das sind schöne alte Künste. Da haben sich schon vor hunderten von Jahren Leuten drüber gefreut, als es uns noch gar nicht gab. Und das können wir heute auch noch. Wie zum Beispiel über den Aufzug. Über den freue ich mich auch jedes Mal. Gut. Gut. Hi, wie viele Schläge brauchst du noch? Ich sollte aufhören, in Schlägen zu rechnen. Vielleicht noch in Millisekunden oder so. Ich muss den langen Weg nach oben nehmen. Es gibt keine Abkürzung mehr, oder? Der Warpraum. Doch, der Warpraum. Ah, ich kann den Warpraum nehmen. Der hilft mir. Der bringt mich schneller hin. Ach, du dicke Scheiße. Wäre ich dort oben lang gegangen, wäre ich wieder durch den Uhrenturm gekommen, bin ich dann behämmert. Ich will nie wieder in den Uhrenraum, habe ich gesagt. Nie wieder. Buh. Warpraum. Skorpionswarpraum. Oh Gott, in welchen wollte ich jetzt? Stimmt, beim Löwen wollte ich aussteigen, oder? Das war hier. Ha, ich bin richtig. Alles ist gut. Sehr schön. Dann sind wir schon fast wieder im anderen Schloss angekommen. Dann ist alles wieder gut. Wir gehen hier nach oben. Und noch etwas weiter. Ja, gleich haben wir es. Gleich. Und hier. Hier ist die Musik so trostlos. Ja, es ist schön, es ist spannend, aber... so, trostlos irgendwie. Au, Schmerz, ja, hier geht's, das freut. Immer noch, das freut. Und hier drin ist überhaupt nichts mehr los. Hier gehen wir einfach durch. Und hier, wisst ihr noch, hier hat der Computer mich hingestellt und nach oben gedrückt und dann werde ich weggeportet. Aber, seht ihr, genau das war das kleine Eckchen, das jetzt noch nicht erkundet war. Jetzt ist es das. Ich drücke nach oben und ich werde rübergebeamt. So. Ja, ich dürfte ankommen. Dankeschön. So, nächste Preisfrage. Wohin nun? Wohin nun, Herr Doktor? Ich schaue gerade, ob ich noch irgendwas ausgelassen habe in diesem quasi Kreis, den ich jetzt schon gebildet habe. Ja, scheiße, da drüben den einen Raum. Das heißt, ich muss den selben Weg wieder... Nein, da muss ich von hier aus durch den Uhrenturm. Oh, fuck. Nein, nein, ich muss nicht. Außer ich gehe jetzt hier oben in den Warpraum rein. Genau denselben, wo ich eben war. Und steigt dann links am Turm wieder aus. Geht dann im Turm nach unten. Dann komme ich wieder in den Raum raus und dann kann ich das Eck drüben aufdecken. Warum habe ich es eben nicht gemacht, ich Idiot? Scheiße. Gut, flieg hier nach oben. Ganz nach oben. In der echten Welt war das hier schöner. Da muss man sich einfach nur fallen lassen. Hier muss man langsam nach oben. Das ist so zäh und dauert ewig. Das tut mir weh im Sack. Ja. Ja, bitte, beweg dich. Mach dich weg. Wir beamen uns zum Skorpion, oder? Erkenne ich den Skorpion überhaupt, wenn er auf dem Kopf steht? Keine Ahnung. Das ist nicht der Skorpion, das ist die Ziege. Dann wäre das der Skorpion. Oh, die Plattform ist verschwunden.
So, hier sind wir. Genau. Sonst war hier nichts. Deswegen nach unten. So gut es geht. So gut es geht. Ja, hier rein. Das war dann der Karasuman-Raum, also der Boss mit der komischen Rabentussi. Sieht man mit nach einer Tussi aus, finde ich. Im Normalfall meine ich. Im normalen Schloss war das der Raum. So, genau, hier raus. Oder besser oben raus. Dann bin ich schon auf richtiger Höhe. Hier raus. Und hier einfach durch bis zur anderen Seite. Noch weiter. Gibt's da was? Ist dort ein Weg oder ist dort wirklich jetzt nur ein scheiß Kreuzchen, das noch aufzudecken ist? Und ich hab's verkackt, ich Idiot. Ficken, es war wirklich nichts anderes mehr. Scheiße. Tja. Tja, das passiert halt. Gut, zurück. Den gleichen Weg zurück. Weg zurück, ja. Und hopp, ja. Homs. Und Roms und Roms und Roms, 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 Roms. Und schon wieder hochklettern. Ich glaube, das wird. Oh, mir regnet. Hat sie schon geregnet? Hat sie eben geregnet? Jetzt ohne Scheiß. Ich krieg davon gar nichts mit. Das sehe ich zum ersten Mal. Das ist jetzt Wahnsinn. Hier hat es doch eben noch nicht geregnet, oder? Warum regnet es auf einmal? Was bringt das? Warum hängt der Typ hier nach oben? Wie geil ist das? Okay, Warpraum. Wollen wir in den rein? Wollen wir da lang? Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube aber eher nein. Ich habe keine Ahnung. Scheiße, 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 scheiße. Wo ist der nächste Speicherpunkt? Der wäre dort oben, aber dort will ich nicht hin. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist gut, ich gehe hier ganz nach oben weiter. Bitte mach den Aufzug auf. Ich will Aufzug fahren. Allein was Zeit spart. Ich will nicht hier den Scheiß mit Skeletten. Der ist nur Kacke. Ja, danke. Hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Roms. Kopf ab. So, hier lang. Nein, Skelett lassen wir stehen. Der Weg ist lang und er ist langweilig. Es tut mir furchtbar leid. Also, was bedeutet das? Es ist Zeit für Mix zufälligen, schwachsinnigen Ausspruch des Tages. Wie wäre es heute mit... Oh, wie ich sehe, haben die auch die Maschine mit dem Bing. 5 Kekspunkte für jeden, der es weiß. Schreibt sie auf. Kommen auf euer Konto. Von mir. Direkt aus meiner Kekspunktefabrik. Warum kann ich mich nicht beamen? Warum regnet es? Regnet es nach oben? Es regnet nach oben. Ich liebe die Welt. Es regnet nach oben.